Liebe Kleverinnen und Klever, und laden Sie die Corona-Warn-App? Für mich keine Frage. Ja, der Virus ist nicht verschwunden. Siehe Peking, Berlin, Kreis Göttingen, die Firma Tönnies im Kreis Göttingen. Mit Stand dort heute, 650 Personen sind mit dem Virus infiziert und das bei 1000 Testungen. Es müssen noch 6000 Personen dort getestet werden. Wie werden sich dort die Fallzahlen dann entwickeln? Wir wissen es noch nicht, die Ergebnisse kommen noch. Aber eins ist sicher, die Schulen und die Kitas sind dort geschlossen worden. Ja, und wie sieht es bei uns in Kleve aus? Bei uns sind die Zahlen durchaus beruhigender. Zurzeit befinden sich alle Leiharbeiterunterkünfte in den Untersuchungen. Mit Stand heute wird die letzte Unterkunft, ob es Wohnungen sind oder Sammelunterkünfte, werden untersucht unter der Federführung des Landrates. Wir sind natürlich gerne auch als Ordnungsbehörde dabei behilflich. Ab Samstag gibt es Wiederholungstestungen und ich kann Ihnen sagen, zurzeit sind insgesamt, also ich beziehe mich nicht auf die Leiharbeiter, sondern insgesamt sind 7 Personen in der Stadt Kleve mit dem Coronavirus infiziert und 50 Personen befinden sich in Quarantäne. Also, es sieht ganz gut aus, aber wir wollen auch, dass es so bleibt. Wir wollen keinen zweiten Lockdown. Wir wollen nicht, dass die Schulen wieder geschlossen werden. Und dabei ist die App ein Mittel, neben Rücksicht, Abstand und Anstand und natürlich der Mund-Nasen-Bedeckung, eben, dass sich so etwas vermeiden lässt und dass wir das Ganze überstehen. Und wir sollten alles tun, damit wir es überstehen. Die App finden Sie auf unserer Internetseite www.kleve.de. Wir sollten aber auf der anderen Seite auch die Lockerung, die wir seit letztem Montag erhalten haben, genauso genießen wie die Grundschüler, die seit Montag wieder in die Schule gehen. Ich möchte mich an dieser Stelle auch bei allen Lehrerinnen und Lehrern bedanken, weil es ist ja manchmal auch ein bisschen konfus, was man da an Anweisungen bekommt vom Ministerium, wie schnell man die Dinge umsetzen muss. Und einfach nur meinen herzlichen Dank, dass wir alle so flexibel sind, stetig auf neue Herausforderungen zu reagieren. Aber seit Montag gehen die Schülerinnen der Grundschulen wieder in die Klassen und sie freuen sich, dass sie ihre Klassenkameraden und Kameradinnen treffen können. Und ich habe nur Gutes gehört, auch positive Rückmeldungen von den Schulleitungen. Nochmal herzlichen Dank dafür. An dieser Stelle möchte ich auch kurz erwähnen, wir haben ganz viele Abschlüsse zu feiern. Wir haben die Fachoberschulreifen, die Abschlüsse zu feiern, wir haben die Abiturfeiern jetzt. Natürlich alles ganz anders als sonst. Ob es im Stadion ist, ob Zeugnisse irgendwie an Wäscheleinen gespannt werden. Es ist alles nicht mehr so, wie es ist. Es wird wahrscheinlich nicht geknuddelt, gedrückt werden, geherzt werden. Aber ich möchte einfach nur mal daran erinnern, das ist ein verrücktes Schuljahr. Und bitte, liebe Abschlussklassen, Schülerinnen und Schüler, bitte feiert euch selber und Eltern. Ne? Sie können einfach stolz auf ihre Kinder sein und von hier aus herzlichen Glückwunsch nochmal an alle dazu. Ja, ich möchte Ihnen heute nochmal die Neuregelungen im Einzelnen benennen. Es sind wieder enorme Veränderungen bei den Veranstaltungen, Festveranstaltungen zu verzeichnen. Veranstaltungen, Versammlungen bis zu 100 Personen sind unter Auflagen zu Abstands- und Schutzvorkehrungen erlaubt. Hier gelten Regelungen zur Hygiene, zur Steuerung des Zutritts, zur Gewährung eines Mindestabstands von 1,5 Metern sowie zur Rückverfolgbarkeit der Zuschauer und Teilnehmer. Für Veranstaltungen mit mehr als 100 Zuschauern gelten erweiterte Anforderungen nochmal. Und zwar muss man sich dann mit der Gesundheitsbehörde in Verbindung setzen. Das ist der Kreis Kleve. Großveranstaltungen sind weiter bis zum 31. August 2020 untersagt. Aber die Ministerpräsidentenkonferenz mit der Bundeskanzlerin haben schon Gespräche darüber geführt, dieses dann auch bis Ende Oktober zu verlängern. Eine neue Corona-Schutzverordnung dazu haben wir noch nicht erhalten. Aber ich gehe davon aus, dass auch das Land NRW Großveranstaltungen bis zu diesem Zeitraum dann aussetzen wird. Ja, was gut ist, private Festveranstaltungen dürfen stattfinden. Allerdings mit vornehmlich geselligem Charakter sind sie weiterhin untersagt. Aber wir werden das als Ordnungsbehörde natürlich nicht prüfen, ob sie gesellig sein werden oder nicht. Ja, es wird auf jeden Fall möglich sein, Jubiläum, Hochzeits-,
Tauf- und Geburtstags- und Abschlussfeiern wieder stattfinden lassen zu können, mit 50 Teilnehmern höchstens, wenn die Hygieneregeln beachtet werden. Und gerade auch bei Trauung oder Nachtrauung können diese Feiern in abgetrennten Räumlichkeiten, in gastronomischen Einrichtungen und Hotels wieder stattfinden. Ich finde, das ist doch eine schöne Nachricht. Sie wissen, uns ist sehr daran gelegen, dass gerade Trauungen auch entsprechend würdig begangen werden können. Und auch Beerdigungen sind natürlich immer wieder, naja, es ist traurig genug. Und wenn man sich dann wenigstens beisammensetzen kann, um gemeinsam zu trauern, dann nenne ich das doch eine Erleichterung, die echt in Ordnung ist. Ja, Handel, Museen und Gastronomie, die Erleichterungen gelten zum Beispiel jetzt auch für den flächenmäßigen Zutritt im Handel. Vorher gab es ja so, dass man einen Kunden auf 10 Quadratmeter war erlaubt. Und das ist jetzt so, dass ein Kunde auf 7 Quadratmeter erlaubt ist. Das heißt, die Einlassregelungen für die Geschäfte sind jetzt auch einfacher. Das Gleiche gilt für die Besucherbegrenzung in Museen, Ausstellungen sowie in Zoos und Tierparks. Bars dürfen jetzt wieder öffnen mit entsprechenden Hygienestandards. Clubs und Diskotheken bleibt weiterhin geschlossen. Ja, genauso wie Bordelle und ähnliche Einrichtungen. Erholungs- und Freizeiteinrichtungen. Das Grillen ist auf öffentlichen Plätzen wieder möglich. Floh- und Trödelmärkte können unter Auflagen eben auch stattfinden. Wellness-Einrichtungen, Saunabetriebe können ihren Betrieb auch wieder aufnehmen. Das gleiche gilt für Erlebnis- und Spaßbäder. Da wäre allerdings auch das Amerikaner in Emmerich betroffen, die dann auch wieder Möglichkeiten haben. Sie wissen ja, unser Kombibad wird am 28.06. wieder beschwimmbar sein. Ich denke, alle freuen sich darauf, dass wir das wieder nutzen können. Zum Sport. Die Ausübung von nicht kontaktfreien Sportarten ist seit Montag auch in geschlossenen Räumen für Gruppen bis zu 10 Personen, Verwandte in gerader Linie oder Angehörige von 2 Haushalten wieder möglich. Im Freien kann Kontaktsport in Gruppen bis zu 30 Personen stattfinden. In beiden Fällen muss eine Rückverfolgbarkeit der Teilnehmer und der Daten sichergestellt sein. Auch Wettbewerbe im Freien und Freizeitsport sind unter Einhaltung eines Hygiene- und Infektionsschutzkonzeptes auch in geschlossenen Räumen und Hallen wieder zulässig. Ja, viele neue Änderungen. Wenn Sie Fragen haben, gerade zu Veranstaltungen, zu Festen oder so, steht Ihnen natürlich gerne mein Fachbereich öffentliche Sicherheit und Ordnung, die Mitarbeitenden dort zur Verfügung. Melden Sie sich bei uns. Wir versuchen, die Anfragen so schnellstens wie möglich zu beantworten. Das ist in der Vergangenheit dank meiner sehr guten Mitarbeiter auch immer wieder gut gelungen. Und dafür nochmal mein Dank an alle meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hier in der Verwaltung. Sie haben super Arbeit geleistet während der Corona-Krise und immerhin jetzt auch noch. Und für die Zukunft gehe ich auch davon aus. Wunderbar. Ich kann einfach nur sagen, ich bin als Bürgermeisterin dieser Stadt extrem stolz auf das, was hier geleistet wurde. Ja, in diesem Sinne, ich wünsche uns alles Gute. Laden Sie die Warn-App, bleiben wir gesund und damit es weiter gut hier geht in der Stadt Kleve.